Ich glaube, ich nutze die Chance, ganz kurz mit Carsten nochmal zu sprechen. Komm am besten auf die Seite zu der Kamera. Also ihr beide bringt es ja zusammen heute auf 106 Fights. Das ist schon eine Wucht. Du hast unglaublich viel erlebt, unglaublich oft im Ring gestanden. Erzähl uns, wie es dir geht. Also die Fights, auf die ich komme, ich weiß gar nicht, 70 oder so, das sind die im Erwachsenenalter, ne? Die Kindergeschichten zählen wir jetzt mal nicht dazu. Und ich muss sagen, ja, ich bin 37 Jahre alt, ne? Und ich hatte schon mal gesagt, dass ich nach meinem letzten Kampf habe ich schon gesagt, dass ich aufhören werde zu kämpfen. Und dann habe ich ja, aus verschiedenen Gründen nochmal entschieden, doch nochmal in den Ring oder beziehungsweise jetzt Käfig zu steigen. Das ist dieser Moment hier. Und ich habe gedacht, von meinen Skills her, also von dem, was ich weiß, dem, was ich umsetzen kann, war ich mir sehr sicher, auch noch mit den jungen Hungrigen, ne, hier mithalten zu können. Und ich bin auch fit, ich habe eine Vorbereitung gemacht. Ich glaube, das Training würde 90% der Menschheit nicht schaffen. Und ich bin trotzdem hier. Ich glaube, ich war der Erste, der in Tschechien mit, bei einer GBC-Veranstaltung mit MMA Muay Thai gekämpft, mit MMA-Handschuhen Muay Thai gekämpft hat. Ich bin der Erste neben Carlos, der jetzt hier in Deutschland Cage Muay Thai auf einer GBC-Veranstaltung gekämpft hat. Und ich möchte hier und jetzt, also ich bin 37 Jahre alt, ne? Also ich hab erst einmal gekämpft, als ich 6 war. Also über 30 Jahre Kampferfahrung. Und das erste Mal im Ring war am 3. März 2007. Und ja, wie gesagt, mein Ziel war es immer, meine persönlich beste Performance rauszuholen. Und ehrlich gesagt, glaube ich nicht, dass ich das noch heute erreichen kann in diesem Alter. Leider, leider. Ich werde jetzt meine ganze Energie darauf konzentrieren, die nächste Generation zu füttern. Wir haben hier bei mir in der Ecke ist Diego D'Ambrosio. Wir waren zusammen in Italien. Der ist schon WBC World Champion U18 geworden. Da waren wir zusammen in Italien. Einmal bitte Applaus für Diego. Die nächste Generation. Dann haben wir natürlich Carlos, der heute wieder sich getraut hat. Ich bin okay. Ne? Ich bin okay. Ich habe ein bisschen Erfahrung. Ich bin ein okay Kämpfer. Ne? Aber trotzdem ist das auch, so viel ich jetzt immer von meinen Gegnern mitbekommen habe, ist eine Hausnummer, gegen mich anzutreten. Ist absolut. Ist immer schwierig. Und der die Eier hat, auf Deutsch gesagt, hier zu kämpfen mit MMA-Handschuhen im Käfig. Und ja, Applaus für Carlos auf jeden Fall, mein Gegner. Das ist sehr, sehr wichtig. Ne? Das ist sehr, sehr wichtig. Wir haben uns noch nie gesehen. Wir haben uns hier getroffen und wir waren von erster bis letzter Sekunde mit 100% Respekt füreinander gegenüber. 100% Respekt. Das ist die erste Lektion im Kampfsport. Wenn sich irgendeiner so daneben benimmt und provoziert und anfängt zu schubsen oder was weiß ich, der hat einfach nicht verstanden, worum es hier geht. Ganz Respekt ist Nummer eins. Und wie gesagt, ich habe jeder, der mit mir trainiert hat, ne, Ahmed sitzt da vorne, Ahmed Chikmosa, ne, Ali Gündüz, wir haben die ganzen Jungs hier, die mich begleitet haben, auch Diego, ne, die wissen alle, was ich kann, was ich weitergeben kann. Wir haben Arian Haidari, das ist ein Name, den ihr euch bitte merken müsst, Arian Haidari, wenn es erstmal schwer ist vielleicht, bitte merkt euch das, Arian Haidari, ne, in meiner Gewichtsklasse auch Killer, und bitte unterstützt die nächste Generation, das werde ich jetzt angehen. Also Carsten, die Promo hat gesessen, aber nochmal zu dir, also du hast so eine inspirierende Story, du hast so eine lange Karriere, du hast so viel erlebt und jetzt sieht man dich hier, du willst die Handschuhe quasi in die Mitte des Oktagons legen, du willst Adieu sagen, vielen, vielen Dank für eine sensationelle Karriere, vielen Dank für alles, was du dem Kampfsport Deutschland quasi gegeben hast. Ja, vielen Dank, immer gerne. Ich konnte, als ich gekommen bin vor dem Kampf, konnte ich nicht so richtig alle begrüßen. Das tut mir leid, ich war schon so ein bisschen im Tunnel. Ne? Und wenn jetzt jemand möchte, er kann mir natürlich gerne Hallo sagen, Tschüss, keine Ahnung mehr. Wir machen ein Foto, Video und was ihr wollt, kein Problem. Macht es auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank, Carsten Ringler.